So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil der Pokémon Crystal Nuzlocke Challenge. Ja, wir haben im letzten Part einiges erlebt. Unser Team hat sich auch ein bisschen geändert, wie ihr oben rechts sehen könnt. Also wenn ihr den letzten Part nicht geschaut habt, unbedingt nachschauen. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob ich schon geheilt habe. Dann machen wir das jetzt nochmal kurz. Okay. Jedenfalls werden wir uns jetzt zum Phlegmon-Brunnen bewegen. Da stand ja letztes Mal noch ja, dieses Team Rocket-Mitglied davor. Wir haben da mit Kurt gesprochen und Kurt ist da zum Phlegmon-Brunnen geeilt. Und im Phlegmon-Brunnen können wir auch den nächsten Encounter fangen. Zuerst aber gehen wir noch auf die Route zurück, von der wir gekommen sind. Die vor Azalea City, das ist Route 33. Die ist relativ kurz. Aber da gibt es Pokémon zu fangen. Wir haben noch einen Counter zugute. So, hier werden wir dann nachher reingehen. Das ist der Phlegmon-Brunnen. Aber zuerst können wir jetzt hier noch was fangen. Und zwar ein Radfratz, was wir natürlich schon haben. Das werden wir nicht mehr fangen. Aber es gibt ja auch Kleinstein, Rettern, Habitak und Hopspross. Also ich bin sehr gespannt, was wir antreffen werden. Und unser Encounter auf Route 33 ist... Habitak, cool. Wir haben zwar schon ein Flug-Pokémon, aber ein weiteres kann eigentlich nicht schaden. Geht's hier mal für einen Wickel? Mal als Schaden durch Blümchens Wickel. Habitak benutzt Schnabel. Sehr effektiv. Ja, ich glaube, wir wechseln doch besser raus zu... Ja, Tweety kann hier ein bisschen tanken. Ich möchte nicht angreifen, das überlebt es nicht. Aber wir können ja mal einen Pokéball werfen. Vielleicht haben wir ja Glück. Für den Habitak hat sich, glaube ich, noch niemand beworben. Da können wir uns gleich mal nachschauen, wenn das hier ein Pokémon fängt. Das hat geklappt! Okay, cool! Gleich mal schauen. Nein, für ein Habitak hat sich noch niemand beworben. Wie nennen wir den Habitak? Das ist ein männliches Habitak. Kleinvogel. Größe 30 cm, Gewicht 2 kg. Es fliegt ständig umher, um sein Habitat zu beschützen, und dabei stößt es grelle Schreie aus. Ah ja. Wie nennen wir es denn? Es schreit die ganze Zeit. Es fliegt rum. Ich glaube, ich nenne es so, wie es sich verhält, sofern es reinpasst. Ja, das geht doch. Kreischi! Unser Habitat namens Kreischi wird auf Bills PC gelegt. So. Haben wir unseren Encounter also auch abgeholt. Ich würde sagen, dann geht's gleich weiter zum Phlegmon-Brunnen. Denn da gibt's einiges zu erledigen. Da gibt's auch noch Pokémon zu fangen. Beispielsweise Zubat, Phlegmon, Carpador und Goldini mit der Angel. Und ein paar Trainingsmöglichkeiten mit den Rocket-Rüpeln. Also, auf... Noch mal kurz schauen, wie es Blümchen geht. Eieieiei. Ab in den Phlegmon-Brunnen. Hallo Insider! Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Ja, okay, wer ist jetzt hier der Kreischi? Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist! Wenn ich fitter wäre, würde ich meine Pokémon sie bestrafen. Ja, mir ist nicht zu helfen. Zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich.
Gut. Mist, ich stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier heruntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Okay, ja, dann versuch du das mal. Mal schauen, was du so hast. So, was wir von dir zerstören dürfen. Ein Radfratz. Okay. Ah. Level 9. Das ist machbar. Oh, Ruckzucki. Ich muss aufpassen. Ich glaube, ich wechsle raus zu Tweety. Das Kerlchen ist doch stärker, als ich dachte. Und Tweety entwickelt sich ja bald mal. Haben wir herausgefunden auf Level 18. Ja, Windstoß. Müsste eigentlich reichen. Gut's auch. Ach, sogar ein Crit. Ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich was zu bedeuten hatte, aber... Was kommt als nächstes? Noch ein Radfratz. Okay. Dann schicken wir das gleich auch wieder zurück, wo es herkam. Das hat es tatsächlich überlebt. Hört an Ruckzucki. Ruckizucki. Heute ist nicht mein Tag. Ja, definitiv nicht. Hättest du besser weiter geschlafen heute Morgen. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzutrennen? Ja, versuchen sie alle zu besiegen. Was werde ich machen? Man schneidet keinen Fleckmons die Routen ab. Das geht ja mal gar nicht. Ist das Jesse? Rocket Rüpel möchte kämpfen. Das sieht zumindest aus wie Jesse. Zubat. Ja, Zeit, Flemmi ein bisschen zu trainieren. Den Flemmi können wir in der nächsten Arena sehr, sehr gut gebrauchen. Oh, Superschall. Das ist in der Nuzlocke immer so eine Sache. Superschall kann dich echt ziemlich schnell nerven. Aber wir kommen durch mit Glut. Blutsauger. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist nur so 2-3 KP, nicht mal. Das macht 1 KP Schaden. Ja, dann gehen wir jetzt hier nochmal für eine Glut. Auch die trifft, sehr schön. Jetzt nochmal Blutsauger. Das wird dir auch nicht weiterhelfen. So, jetzt müssen wir nur noch einmal mit Glut durchkommen. Aber ist nicht mehr verwirrt. Perfekt. Glut. Zubat besiegt. So, was ist wohl das zweite Pokémon? Ah, fast hätte es für ein neues Level gereicht. Rettern. Das könnte doch Jesse sein. Jesse hat einen Rettern, oder? Das gibt gar nichts. Wickel ist gemein. Die Leute, wir müssen jetzt hier dieses Rettern kaputt machen. So, bevor es... Oh, oh. So, bevor es hier Flemmi kaputt macht. Komm schon, komm schon. Fast. Giftstachel. Wickel. Gut, Flemmi hat es geschafft. Und erreicht wohlverdient Level 13. Uff, also wir haben dieses Ding da besiegt, das aussieht wie Jesse. Was ist das hier? Supertrank, das ist doch super.
Das ist nochmal so ein Rocket Step. Wir sollen aufhören, den Flegmann ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Team Rocket hat einen Ruf? Also ich meine jetzt einen, der nicht schlecht ist? Das wäre mir neu. Radfahrts. Level 7. Klingt nach einem Fall für Tweety. Nochmal ruckzuckieb. Okay, das war's fürs Radfratz. Tweety kriegt noch ein paar EP. Reicht nicht ganz für Level 16, aber fast reicht's. Zubat. Level 9. Ja, nochmal Windstoß. Fast. Blutsauger. Auch nicht sehr effektiv gegen Tweety. So kriegt er jetzt ein KP zurück. Dann machen wir einen Ruckzuckieb und das war's für dieses Zubat. Das wird wohl das dritte sein, aber zuerst kommen wir auf Level 16. Noch ein Zubat. Okay. Ja, dann machen wir es gleich wie vorher. Windstoß. Jetzt muss er stärker sein, ein bisschen. Ja, ein bisschen schon. Und es kommt schon wieder mit Superschall. Ach Gott. Ah. Was? Verdammt, das macht so viel Schaden, wenn ich mich selbst treffe. Okay, okay, okay. Raus. Sofort raus. Das kann okay, ist nicht sehr effektiv. KP verloren, das ist klar. Glut. Das war's fürs Zubat. Tweety kriegt ein paar IP. Okay, das war jetzt ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Wir gehen hier mal zurück und heilen zuerst unsere Pokémon, bevor wir uns den letzten stellen. Oh. Und wir kriegen einen Encounter für den Flegmon-Brunnen. Ein Zubat! Hey, cool! Das haben wir noch nicht. Das ist doch gut für Meiko. Meiko wird es nicht töten, aber Meiko kann es schwächen. Käfer auf Käfer ist auch nicht sehr effektiv. Also ist neutral, aber Tackle hier, das dürfte ein bisschen Schaden machen. Ja, ja, das ist super. Ist halt nur blöd, dass es sich dauernd selbst hier mit Blutsauger heilt. Macht es etwas schwieriger, um es zu schwächen. Ach, jetzt kommt es mit Superschall. Wir werden jetzt nicht mehr angreifen. Ich werde jetzt einen Ball werfen und hoffen, dass es drin bleibt. In der Zwischenzeit nochmal die Liste öffnen, denn wir haben einen Vorschlag für Zubat. Zubat wurde gefangen! Wuhu! Gut, also. Eintrag im Pokédex und Zubat. Fledermaus. Größe 80 cm, Gewicht 7,5 kg. Tag versammelt es sich mit seinesgleichen und hängt sich an Decken von Häusern oder Höhlen. Okay. Zubat kriegt den Spitznamen. Und ihr werdet ihn kennen. Wenn ihr schon mal auf meinem Kanal wart, ein bisschen in den Kommentaren rumgestöbert habt. Z-O. Ja, so genau aufgehen.
könnten das sogar ausschreiben, das ist ja noch besser. Fresh zockt. Wobei, also eigentlich ist es doch so viel schöner. Wir wissen ja, wer gemeint ist. Fresh zockt. Zubat heißt Fresh. Danke für den Vorschlag. So, jetzt aber zurück zum Poke Center. Noch so ein Zubat. Ne, wir gehen. Tschüss, Zubat. So, kurz unsere Pokis heilen. Nicht, dass sie hier noch draufgehen in diesem Phlegmon-Brunnen. Ich finde es lustig, dass in dieser Edition das Ei mitgeheilt wird. Ist das in den neuen auch so? Ich glaube nicht. Das Ei wird dann nicht auf die Maschine gelegt. Ich meine, für was auch? Es hat ja nicht gekämpft, es hat keinen Schaden erhalten. Muss man nicht heilen. Das ist lustig, also wir sind jetzt hier ganz nach hinten gelaufen, ohne dass uns ein Pokémon entgegenkam. Und jetzt kommen gleich zwei nacheinander. Das ist ein Phlegmon, nehme ich an. Phlegmon mit abgetrennter Route. Ach, armes Phlegmon. Hä? Das trägt einen Brief. Wird lesen? Ja. Insider liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Phlegmon. Danke, Papa. Okay. Was sagst du? Du hast keinen Brief, okay. Da war der noch kaputt und dann haben wir, glaube ich, alle. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Ja, dann gibt's halt keine Gnade. Ich will auch keine Gnade. Ihr werdet gleich um Gnade winseln. Smogon. Oh, Level 14. Nicht schlecht. Das lassen wir mal Tweety machen. Smog. Okay. Windstoß. Das macht nicht viel. Ich meine, Smogon ist nur Gift. Es ist kein Flug-Pokémon oder so. Es ist vergiftet. In dieser Edition gab es noch keine Schwebe. Lehmschelle. Das macht fast nichts. Nochmal mit Smog. Wir haben ja einen Supertrank und Gegengift dabei, also das ist nicht so das Problem. Aber das Ding hält einiges aus. Okay. Tweety, das war's für dich. Flemly, du machst das. Mann, Mann, Mann. Also die Level ziehen teilweise echt schon stark an. Und manchmal sind wir komplett overleveled. Das ist schon lustig. Fast. Auch das ging daneben. Sehr schön. Also Lehmschelle von Tweety hat einiges bewirkt jetzt gerade hier. So, besiegt. Blümchen kriegt 114 EP und erreicht Level 13. Flemmy kriegt 14 EP und Tweety auch. Ja, und wir besiegen den Rocketrüpel. Für heute war es okay, aber beim nächsten Mal wird alles anders. Ja, das glaube ich nicht. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Ja. Weiter so, Insider. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht's schon besser. Lass uns gehen. Ah. Oh. Okay. Ist mein Pokémon geheilt oder so? Ja, schön. Danke, Kurt. Nett. Hi, Insider. Du hast dich im Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre für mich eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Ja, das finde ich schön, wenn ich sie gratis kriege.
Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Insider hält Köderball. Okay. Schlecht. Ich mach Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön. Ich werde einen Ball daraus machen. Welche Aprikoko soll ich benutzen? Ja, wir geben ihm mal die weiße, die haben wir gleich dabei. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Ja gut, okay. Ich muss jetzt Opa helfen. Wir machen dir einen hervorragenden Ball. Warte mal. Flagmon. Ja, jetzt sind hier überall Flagmon in der Stadt. Ey, was mache ich denn hier? Ich bin ja geheilt. Jetzt ist halt die Frage, soll ich jetzt noch ein bisschen trainieren? Weil ich glaube, nachher kommt der Kampf gegen den Rivalen. Oder war das erst nach der Arena? Ich glaube, das war erst nach der Arena. Ich würde sagen, dann begeben wir uns mal zur Arena. Setzen hier aber Meiko noch an die Spitze. Damit wir ein bisschen trainieren können, denn Flamly und Tweety werden die Arena hier richtig rocken. Denn die Arena hier. Pokémon Arena von Azalea City, Leitung Kai. Die lebende Käfer-Pokémon-Enzyklopädie. Genau, Käfer-Pokémon. Und die werden wir jetzt grillen. Kai, forderst du den Leiter heraus? Unmöglich. Was sagst du? Ich sag was anderes. Oh, gibt's einen Doppelkampf? Nee, gab's hier glaube ich noch gar nicht. Vibarak. Ich glaube, wir trainieren ein bisschen mit Flamly. Flamly ist noch nicht so hoch gelevelt wie Tweety. Schließlich haben hier beide einen sehr guten Stand. Flamly mit Glut und Tweety mit Windstoß. Ja, das reicht sogar. Meiko kriegt ein paar EP und Flamly. Und Flamly erreicht Level 14. Ladybar. Auch ein nettes Pokémon. Auch das grillen wir. Bei Ladybar. Oder überlebt es das? Oh, es hat's überlebt. Und setzt Heckle ein. Blut. Und Ladybar schicken wir auf die Bretter. Schön. Gut, also. Flamly kriegt noch ein paar EP. Und wir schnappen uns gleich den nächsten. Es gibt in dieser Arena 4 Trainer und den Arenaleiter. Also ich würde sagen, für die Trainer reicht es definitiv noch in diesem Part. Ob in der Arenaleiter auch noch... Oh, Flamly entwickelt sich. Flamly entwickelt sich, Leute. Ja! Wir haben ein Egelava. Ist es nicht süß? Ich finde es richtig knuddelig. Aber es wird jetzt richtig reinhauen. Das war nur der Auftakt. Flamly wird diese Arena jetzt auseinandernehmen. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Ja, glaube ich nicht. Also, was du mir beweist, ist, dass Käfer-Pokémon gut brennen. Ein Raupi. Sieh mal, Meiko, Familie. Oh, es ist auf Level 12. Das ist gar nicht mal schlecht. Aber Flamly wird das trotzdem auseinandernehmen. Denn Flamly ist viel stärker als dieses Raupi. Fadenschuss. So, jetzt mal Glut. Bye bye, Raupi. Ein Hornliu. Das machen wir schnell kaputt. Von denen habe ich schon genug gesehen. Die sind gemein. Die vergiften mich nämlich immer. Und das muss wirklich nicht sein. Das, was wir da letztens hatten in Viola, das war mir knapp genug. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Ja, schön.
War eigentlich gar nicht meine Absicht. Käfer-Pokémon entwickelt sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Sie entwickeln sich sehr, sehr schnell, aber die stärksten sind sie auch nicht. Hornio. Zeit für Flemly. Flemly wird diese Arena lieben. Da können wir ihn schön leveln. Oder hat sie ja auch schon entwickelt hier, also definitiv eine gute Sache. Also, Glut, das dürfte doch reichen, oder? Es ist nur auf Level 7. So hat sich eigentlich noch nicht entwickelt. Hornly auf Level 7 entwickelt sich doch zu Kokuna. Mako erreicht Level 9. Cool, noch ein Level und wir entwickeln Mako. Und haben ein Smetbo. Oh, wäre das cool. Kokuna, okay. Ach, hat er die ganze Evolutionsreihe? Also Hornliu, Kokuna und dann Vibor? Das fände ich eine sehr interessante Sache. Und Flemmy erhält genug EP fürs nächste Level. Ja, tatsächlich ein Vibor. Oh, Furien, es ist schneller als Flemmy. Uiuiui, das macht ja gar nichts. Blut. Aber wenn nicht, dass es reichen wird. Nee. Oh, wir haben es verbrannt. Das ist doch super. So. Ja, drei Treffer für Flemly. Schaden durch die Verbrennung und Glut, das dürfte mehr als ausreichend sein, um Vibo auf die Matte zu schicken. Oh, fast jetzt gereicht für ein weiteres Level für Flemly. Also, bleibt noch ein Trainer übrig, den machen wir noch kurz. Ich würde sagen, dann beenden wir aber den Part. Wir sind jetzt bei ja, fast 30 Minuten schon. Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Okay, was hast denn du für ein ausgewachsenes Pokémon? Käfersammler Enno. Hast du nicht gerade gesagt, ausgewachsen? Das ist ein Paras. Na, egal. So, Flemly. Haben wir nochmal Futter für dich. Kratzer. Okay, Glut. Wunderbar. Paras wurde besiegt. Das dürfte für Flemly ein neues Level bedeuten. Yep. Und wir haben Enno besiegt. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Ja, nee, wir sind bei 30 Minuten. Wir machen den Arena-Leiter im nächsten Part. Tja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte Spaß an dem Part hier. Wir haben Mako entwickelt. Wir haben die Arena hier erobert. Wir machen jetzt noch den Arena-Leiter, der übrigens Kai heißt. Und wir haben die Flagmons gerettet, wir haben von Kurten einen Ball bekommen, wir haben Bälle in Auftrag gegeben. Also es wird lustig. Also war sehr lustig. Der nächste Part wird auch lustig, denn da besiegen wir Kai, hoffe ich doch zumindest. Und ja, das war's von mir. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Arena von Azalea City. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao Leute.